Hallo Leute und herzlich willkommen zu der Alpha 2 von Hello Neighbor. Wir starten direkt rein und drücken Space und wahrscheinlich gibt es wieder eine kleine Cutscene. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Alter, können wir jetzt Auto fahren? Ich muss hier halt. Es ist so ein interaktives Tutorial halt. Also, ja, macht Sinn. Es ist ein Tutorial halt, aber können wir jetzt Auto fahren? Das wäre ja übel nice. Alter, wäre das geil. Okay. Get inside. Und move stuff inside. Okay. The keys under the stone beneath the mailbox. Okay, also das hier ist ja die Mailbox, logischerweise. Hier ist. Oh nee, die Krähe. Ja, wie hart mache ich? Ach, okay, das halten wieder. Eigentlich wieder alten Version, das Schmeißen bisher. Aufnehmen mache ich jetzt aber wie? Mit F? Hä, mit E? Ah, mit E, okay. Also immer noch gleich. Und auch das Item benutzen ist noch gleich. Direkt vorne weg, bevor dass ich es vergesse. Es könnte sein, dass ich da kurz weg muss in dieser Aufnahme, da gleich mein Vater noch zu Besuch kommt. Und wegen wir müssen noch kurz was wegen meinem Motorrad gucken. Und das heißt, ja, ich könnte halt spontan dann kurz weggehen. Aber egal. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal einen Cut seht, wo ich dann komplett neben der Reihe wieder weiterlabe, dann liegt das vielleicht daran. Okay, wir. Alles klar, Digga. Wir gehen direkt mal rein. So, Leute, wir sind jetzt hier im Haus. Ich musste gerade los. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Ja, auf jeden Fall war ja hier die Cutscene. Ich weiß nicht, ob man irgendwas Interessantes gesehen hat. Das weiß ich leider nicht, ich bin weggerannt. Wir können hier den Kühlschrank aufmachen, aber hier ist nichts. Können wir hier, können wir die, können wir auch werfen, ne? Wir können aber gar nicht springen, wir können gar nicht mehr springen. Oder ist es nur im Tutorial so? Kann ich draußen springen? Nee, okay, irgendwie kann ich nicht springen. Können wir hier klingen? Mann, wieso können wir nirgends klingen? Egal. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall war ich vorhin gerade weg und. Oh, lol. Und da bin ich halt Motorrad gefahren, jetzt das erste Mal mit meinem neuen Motorrad. Da, schon wieder ein goldener Apfel. Ey, es muss doch in diesem Spiel einen goldenen Apfel geben. Zumindest in dieser Version. Und wir haben jetzt hier auch eine Hand. Cool. Und ein Bein. Oh, das ist ja nice. Sogar zwei. Ja, vollständig auf jeden Fall. Coole Schuhe. Ne, auf jeden Fall war ich jetzt das erste Mal 125er gefahren und. Also es war schon cool, muss ich sagen. Also ne, es ist nicht 125er, sondern 50 Kubik, aber. Boah, Alter, disgusting. Wird erstmal ausgewechselt. Ne, auf jeden Fall was. Ich fand's extrem cool und ich erforsche jetzt hier auch gerade so ein bisschen das Haus und laber einfach so ein bisschen, Alter. Oh Gott. Ist auch. Ich habe gar keinen Herd. Hä? Kann ich das auch anmachen? Geht das? Irgendwie klappt's nicht so ganz. Naja. Was müssen wir eigentlich machen? Müssen wir dich irgendwie. Okay, die Tür kann ich. Oh! Okay, hier ist noch nichts. Alles klar, Digga. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier unseren Stuff inside moven. Ja, aber wir sind doch schon drin gewesen. Was für Get Inside, Alter. Naja, wir moven jetzt auf jeden Fall den Stuff erstmal inside hier. Genau, wie was ich sagen wollte. Ja, ich war jetzt halt weg, deswegen habe ich die Cutscene nicht gesehen und. Ah ja. Hä, da waren wir doch gerade schon drin. Da ist die Tür noch offen und alles. Ja. Schönes Zuhause, oder nicht? Oh. Oh, war ein langer, harter Arbeit. Nein. Oh, zum Glück. LOL. Was zur Hölle? Hat er uns weggesperrt? What? Oh, Milch, geil. Oh, LOL. Hat das Fenster eingeschmissen. What? Keycard? Oh Gott, Alter, wo sind wir hier hingezogen? Ist mir gar nicht geheuer. Alter. John Cena! Boah. Alter, John Cena. Solltet ihr eigentlich, findet ihr, ihr wollt die Cutscene sehen ohne Hold Shift to Run? Okay. Also wollt ihr die Cutscene ohne irgendwas sehen oder ist okay, wenn ich so laber? Ich weiß es halt nicht. Ihr müsst in die Kommentare schreiben. Lol. Alter,
Alter, wer sperrt denn sein Kind ein, Alter? Alter, aber die Cutscene ist richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Alter Schwede, war das knapp, ey. Oh, jetzt haben wir auch so einen Blur-Effekt. Das gab's auch nicht, oder? Und ich glaube auch, die KI vom Nachbarn wurde extrem überarbeitet. Also es wurde... Oh Gott. Es wurde sehr... Hä? Oh Gott. Oh mein Gott. Also es wurde sehr viel scheinbar auch geändert. Er ist jetzt nicht mehr so dumm, sage ich mal. Er ist schneller geworden, glaube ich auch. Und eben klüger. Er hört besser. Er agiert besser. Wir sind jetzt eigentlich praktisch komplett gefickt. Und jetzt, ich weiß gar nicht. Wurde das jetzt vor allem viel chillt und... Ja. Lost and found. Okay, das ist vor allem verloren gegangen. Okay, für das brauchen wir auch einen Schlüssel. Wir können jetzt hier auch durch Türen sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin auch konnten. Okay, da oben ist eine Brechstange. Da ist noch ein Stuhl von der Schule. Nice. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann halt da durchkommt. Das wäre jetzt nicht so praktisch tatsächlich. Wir gehen erstmal hier rein. Keine Ahnung, da konnten wir vorhin hier gar nicht hin. Deswegen können wir das jetzt... Also Alter, die Türen sind laut. Oh Gott, hier ist das Fenster kaputt. Können wir hier jetzt schon... Ah, hier kann man jetzt schon raus. Okay, das ist cool. Oh, der Ofen brennt. Also so richtig. Oh, da drin ist eine Taschenlampe. Die nehmen wir auch gleich mit. Die kann man bestimmt gebrauchen. Ja, heute werden wir uns sicher mal so herantasten an die neue Version. Bisschen schauen, was es Neues gibt. 12. Hat das irgendwas zu bedeuten? Oh. Können wir... Ich glaube, man kann sich doch auch unter dem Bett verstecken, oder nicht? Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ist zwar immer noch übel auffällig, aber egal. Oh mein Gott. Ich wäre fast rausgegangen. Er sieht uns auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut. Und ja, wie gesagt, er ist jetzt schneller geworden und vor allem hört er jetzt auch besser. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Okay, dahin. Hä? Er rennt einfach weg. Ja, nice, Alter. Mach du doch mal so dein Ding. Oh, vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, ob er gerade zurückkommt. Oh! Oh mein Gott! Alter! Okay, er packt uns hier nur vor die Tür. Okay. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Alter, was hat er mit seinem Auto gemacht? Junge, einfach da in den Zaun gefahren. Okay, also ist jetzt das hier unser Haus? Ich meine, da hinten ist jetzt unsere Couch. Können wir jetzt hier rein? Ja. Okay, dann ist das unser Haus. Wir haben ein Telefon. Wieso haben wir... Also jetzt mal ganz ehrlich. Das ist einfach transparent. Oh Gott. Was ist das denn, Alter? Okay, jetzt mal ganz kurz. Wir haben ein Haus. In diesem Haus sind zwar ein paar transparente Bilder, ein Waschbecken, das irgendwie nicht funktioniert. Und ein Tisch mit einem Telefon. Was passiert, wenn wir da anrufen? Es passiert wirklich was. Passiert da irgendwas? Okay, ist einfach leer. Hier ist das Badezimmer, okay. Ja, okay, also irgendwie passiert hier nichts mehr. Okay, nice. Hä? Ist mit meiner Hand los. Aua, ich hab den Krampf. Hey, warte mal, kann ich das auch hier hinschmeißen? Oh, ja, nice. Naja, keine Ahnung. Alter, die Tür sieht crazy aus. Was sind das für Sounds? Hä, hier ist doch offen. So kann ich hier nicht rein. Oh, warte, man kann aber durchsehen. Ach so, hier ist einfach das Dach. Hier ist einfach... Hä, man kann sogar ein bisschen durch. Ja, okay, aber hier oben ist halt nichts mehr, okay. Naja, ein sehr leeres Haus. Das können wir vielleicht auch mal einrichten in der Folge. Hingegen sein Haus ist jetzt viel, viel kleiner. Oh, da hinten schwebt einfach die Straße. Nice. Oh, lol. Hä? Er hat gerade sein eigenes Fenster eingeschmissen? Hä, bist du dumm? Ja. Genau, das ist wirklich unser schönes, kleines, feines Haus. Ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Wow, Alter. Hör, das ist durch die Straße gefahren. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Da kommen ja einfach Autos. Vor allem so mit 300 km/h. Und wieso handelt mich der Nachbar eigentlich die ganze... Ich sage dem jetzt immer handeln. Hä? Wow. Wo kommst du denn, Bro? Vielleicht kann ich den Schlüssel nehmen? Ich habe ihm einfach den Schlüssel abgenommen. Alter, das ist so creepy. Wie er sich automatisch... Wow, 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 wow. Alter, ganz ruhig. Nein, du siehst mich nicht. Slenderman. Ja, hä? Junge, du bist so weird. Und du... Und du läufst durch den Boden? Was ist mit dir, Bruder? Ah ja, klar. Jetzt machst du Sport, Alter. Nice, ein bisschen dehnen. Ja, Bewegung tut gut. Okay, da drin ist nichts. 14:14. Oder 14:14. Man weiß es nicht. Kann ich das nicht hier wieder... machen? Hallo? Ah doch. Okay, ich weiß nicht, sieht uns, wenn wir jetzt da reingehen? Wahrscheinlich schon, oder? Hä? Hat er eine Kamera aufgestellt? Können wir ihn vielleicht hier immer noch ins Haus backen? Ja, handelt uns gar nicht mehr so lange. Okay, schade. Er ist einfach durch den Zaun gegangen.
Alter, diese Version ist übel komisch. Okay, wir sneaken jetzt mal hier hinten eben durch. Wie gesagt, er hört alles tausendmal besser. Alter, bist du leise? Wir gehen mal in die Küche. Jetzt ist alles schon eingeräumt hier. Wir haben ja auch die Milch gesehen. Wieso ist hier ein Schuh? Irgendwas hat es bestimmt mit der Milch. Oh fuck. Oh wait, what? Alles klar, ist einfach durch sein Fenster gesprungen, ohne dass es erklärt ist. Aber warte, haben wir die Items noch? Oh geil. Warte, wir können doch mit dem. Oh Gott, das war laut. Wir können doch mit dem Schlüssel hier hinten aufmachen, oder nicht? Ist er nicht für dieses. Doch, ja klar. Okay, hier direkt wieder zu. What? Hä, warte mal. Sie sind in die falsche Richtung programmiert. Guck. Boah, das ist geil. Nice. Steht auch irgendwas drauf. Ah, Tools, okay. Ich dachte, das ist irgendeine Nummer. Okay, wir haben hier. Alter, nicht so laut. Pudi, wir haben hier einen Dietrich und einen Crowbar. Oder eine Crowbar, keine Ahnung. Hier ist ein Krankenbett. Wieso auch immer. Was hat denn das jetzt schon wieder damit zu tun? Hier flackert das Licht irgendwie. Ja, wir gehen mal raus wieder, oder? Also ich wüsste nicht. Ich möchte mal noch hinter das Haus, kurz. Okay, ich möchte hier gerne, genau, mal noch hinter das Haus. Hier ist zum Beispiel irgendwas. Keine Ahnung, was das ist irgendwie. Hebel open. Wie mache ich denn das? Hä? Ach so. Hä, was piepst denn da immer? Das bin doch nicht ich. Können wir das vielleicht mit dem Crowbar aufmachen? Nee, okay, keine Ahnung. Hier ist eine Box. Okay, hier könnten wir irgendwie durchgucken oder so. Keine Ahnung. Oh, hier hinten können wir aufmachen. Ja, wir nutzen einfach unseren Dietrich, oder? Ist der jetzt weg? Ja, der ist tatsächlich jetzt einfach weg. Okay, schade. Schade drum. Hier ist noch ein Stromgenerator. Keine Ahnung, was der genau macht. Kann ihn irgendwie auch nicht ausschalten. Keine Ahnung. Ja, wir gehen. Oh, die Waffe. Und hier ist. Ah, hier ist auch so ein. Wie sagt man dem? Schraubenschlüssel-Ding? Keine Ahnung. Können wir das jetzt aufmachen? Oh ja. Dann können wir jetzt aufs Dach. Okay. Da wahrscheinlich dann rein. Okay, Leute. Alter, das sieht so krass aus mit dem Licht gerade, mit der Sonne. Wir haben schon mal wieder eine Waffe gefunden. Vielleicht können wir den Nachbarn in dieser Version töten, umbringen. Ja. Wäre auf jeden Fall cool. Ich zerschmeiß ihn hier. Ich zerschmeiß ihn alle. Ich mache immer noch alle Fenster kaputt. Damit er auch noch so ein bisschen abgefuckt ist. Wo ist eigentlich der Nachbar gerade? Hä, ich habe mir jetzt gleich alle Fenster zerschossen. Und ihn juckt es einfach nicht. Hä, wo ist er denn? Hä? Ist er einfach weg? Hä? Oh, shit. Ja, lebt noch. Oh mein Gott, wie schnell. Ja, okay, nee, das macht ihm immer noch nichts. Hä? Ja, okay, Leute, das war's für diese erste Folge. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich ins Ending kommen und dann verschiedene Sachen noch ausprobieren, die wir noch ausprobieren können. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall die Alpha... Ist er gerade hingefallen? Schaut auf jeden Fall die Alpha 1, weil, die war auch sehr eine interessante Version. Gab auch viele Secrets und leider war das Ending zwar ein bisschen enttäuschend, aber egal, auf jeden Fall... Ja, dass ihr mir auch schon ein bisschen wisst, wenn ich irgendwas von den anderen Parts erzähle. Ist die bestimmt hier in der Endcut dann verlinkt, diese Alpha 1 halt. Beziehungsweise wahrscheinlich ist sogar die Playlist verlinkt. Und wenn nicht, dann geht einfach bei meinem Kanal auf die Funktion Playlist. Und dann schaut ihr bei Hello Neighbor Near Remake, weil ich habe da das Ganze hier schon mal gemacht. Aber das war eigentlich, ja, alles mit scheiß Audio, mit scheiß Bildqualität, mit scheiß allem. Deswegen habe ich gedacht, ach komm. Wir machen das einfach neu, weil es eigentlich schon ein geiles Spiel ist, das ein bisschen mehr verdient hätte. Auf jeden Fall, ja, viel, wie sagen wir das? Große Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn, genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, liken, abonnieren, nicht vergessen, ein kleines Kommentar schreiben, das würde mich echt erfreuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.